Zusammen. Heute zeigen wir euch mal ein Porträt mit zwei ja nicht so ganz gängigen Zeichenwerkzeugen, mit einem Fineliner und einem Markerstift. Diese Technik findet ihr in unserem aktuellen Buch Genial zeichnen Porträt und natürlich auch als Online-Kurs bei uns. Tipps dazu gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal. Und hier geht es auch schon sofort los. Was ist jetzt anders als an einem Bleistiftporträt? Also das andere ist, dass als erstes einfach mit einem Marker das Gesicht gezeichnet wird. Das heißt, die Licht- und Schattenseiten, also hier in dem Fall die Schattierung des Gesichtes, ganz leicht auch hier oben. Das Auge, also eigentlich nur, stellt euch vor, ihr seht nur den Schatten. Und macht daraus dann das Porträt. Das ist das Spannende an so einer Technik, dass die ihr lernen müsst, eigentlich die Licht- und Schattenverhältnisse zu sehen. Das ist nicht so ganz einfach. Hat man das aber einmal richtig gesehen, richtig erkannt, dann kann man damit relativ gut arbeiten. Dazu gibt es natürlich Tricks und Tipps, wenn ihr das Porträtzeichnen lernen möchtet. Das würde ich gerne im Kurs erklären. Also Porträtzeichnen gibt es auch in vielen, vielen Techniken. Hier die Marker-Fineliner-Technik. Das heißt, was machen wir jetzt hier? Wir deuten die Schattierung an. Die lassen sich auch gar nicht super detailliert zeichnen. Dafür gibt es sozusagen das Werkzeug Fineliner. Damit geht man dann nochmal so in die kleinen Details, arbeitet die Flächen daraus. Also ist auch hier ganz runter zum Nasenbereich, also die Augenbrauen werden aufskizziert. Also auch hier immer darauf achten, dass ihr so diese Fläche jetzt nicht exakt trifft. Die Schattierung darunter ist nur der Schattenbereich. Das heißt, die müssen ja nicht umrahmt werden, sondern einfach darauf werden dann die Details übertragen. Und wir sehen es jetzt auch hier, wie einfach das dann ist, wenn man damit konsequent arbeitet. Auch natürlich der Bereich, der jetzt nicht unbedingt jetzt mit Schatten versehen ist, trotzdem lassen sich dann sehr einfach die Details dann übertragen. Und nach kurzer Zeit merkt man eigentlich, wie das Porträt greift, wie die Wirkung eigentlich funktioniert. Und das Ganze ziehen wir konsequent ins Gesicht runter.
So, und deuten dann so die kleinen Falten an. Die werden mit einem ganz, ganz, ganz dünnen Strich angedeutet. Da geht es auch darum, auch wieder nicht zu viele Linien zu zeichnen und vor allem nicht zu kräftig. Bei den Feinern achtet ihr darauf, dass ihr vielleicht ein oder zwei benutzt, einen ganz feinen für die feinen Striche und einen etwas gröberen, um das mal ein bisschen gröber zu zeichnen. So, und auch hier. Den Haaren noch etwas mehr Details. So, da wird einfach noch die Haarstruktur mit aufgearbeitet. Das heißt, wie ist das denn beim Haar? Also natürlich jetzt hier, wie bei einem älteren Herrn, sind die Haare vielleicht ein bisschen kürzer. Nicht verallgemeinernd natürlich, aber ein bisschen grauer, kürzer. Dann kann man das auch mit so kurzen Strichen andeuten. Ein weibliches Haar, was vielleicht auch länger ist, mit lockeren, langen, dynamischen Strichen. So, und auch hier. Auf der anderen Seite. Ebenfalls. Bisschen das Ohr andeuten und die Details. Bisschen die Haare mit aufgreifen. Also mit dieser Technik habt ihr eigentlich so die absolute Tiefenwirkung, weil es eigentlich zwei Ebenen sind, wenn man so möchte. Einmal die Schattenebene und einmal die Detailebene. Das funktioniert übrigens wunderbar nicht nur bei Porträtzeichnung, aber auch natürlich beim figürlichen Zeichnen. Also all das, was spannend ist. Um einfach zu skizzieren, Urban Sketching genauso gut, Hintergrund, Vordergrund. Aber für eine Porträtzeichnung ist diese Technik ideal. Aber auch einfach, wenn zum Beispiel eine Porträtskizze Beispiel machen möchtet mit nur einem reinen Fineliner, das geht es auch sehr schnell. Habt ihr auch vielleicht auf unserer Seite gesehen oder auf unserem Instagram-Kanal bei einem Beitrag. Da machen wir wirklich sehr, sehr schnelle Feinlander-Skizzen. Das funktioniert auch hervorragend. So, und hier. Dann nochmal die letzten Schraffuren in 45-Grad-Winkel. Und fertig ist das Porträt. Mehr zum Thema Porträtzeichnen, Porträtzeichnungen auf unseren akademiehur.de Website oder natürlich auch als Online-Kurs unter onlinekurse.akademiehur.de. Und für alle, die sich gerne für ein Studium vorbereiten möchten, solche Sachen auch gerne zeichnen möchten, dann unter mappenvorbereitungskurs.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team.